Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Hearts of Iron 4. Ja, lang ist es her, zumindest bei mir. Ich habe nämlich die letzte Aufnahmesession, die liegt jetzt ungefähr eine Woche, anderthalb Wochen hinter mir. Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir Russland angreifen wollten. Das sieht nämlich auch aus. Ja, kurz. So, genau, und Italien war auch noch dabei. Wir haben nämlich in der letzten Folge die USA annektiert. Aber auch teilweise eine Marionette geschaffen. Was ist das denn hier? Unbezahlte Lizenzen. Einige Länder stellen keine Zivilfabriken für die Lizenzproduktion zur Verfügung. Aha, und welche? Schön, dass mir das angezeigt wird. Jetzt ist es weg. Egal. Gut. Also. Folgendes werden wir es tun. Wir werden jetzt erstmal nur auf Russland gehen. Und dann werden wir uns um Italien kümmern. Ja. So, übrigens. Erste Folge mit dem neuen Mikrofon. Werde ich vielleicht auch nochmal was zu machen, habe ich mir gedacht. Ein kleines Unboxing kann ich ja nicht mehr. Ich habe es ja schon ausgepackt, ne? Aber vielleicht stelle ich es doch mal ein bisschen vor. Für den, den es interessiert, das ist das, genau, habe ich es jetzt? T-Bone BC500. Und mal gucken, ich habe noch nicht 100% die richtigen Einstellungen dafür gefunden. Ich hoffe, man hört mich ein bisschen besser. In den nächsten Aufnahmen will ich das Mikrofon auch mal, dass ich es von vorne besprechen kann und nicht, ich spreche es jetzt irgendwie so von seitlich. Keine Ahnung, ist ganz komisch. So, und ich würde sagen, wir greifen jetzt schon mal an. Ach, die haben gar keinen Angriffsplan. Ja, nice. So, jetzt aber. Gott. Oder? Nee. Ach, die müssen, oh Gott, die müssen da erst wegfahren, alle, ey. Ja gut, aber wir können die Flugzeuge von hier holen. So. Genau. Und die kommen jetzt einmal hier hin. St. Petersburg. Krass, dass wir schon eingenommen haben. So. Ich hoffe so sehr, dass man den Unterschied wenigstens hört bei dem Mikro. Genau, was ich noch angepasst ist, hab, nicht ist. Was ich noch angepasst habe, ist, dass ich das Spiel etwas leiser geregelt habe. Ich glaube, man hört es auch. So, nee, das forschen wir nicht. Also es ist nicht mehr so übertrieben laut, würde ich sagen. Weil Hearts of Iron ist ja sowieso generell gerne mal laut, ne? Vor allem am Anfang, wenn dieser Gong schlägt, wenn man das Spiel so richtig startet. Ach, ich habe hier doch einen Angriffsplan. Warum bin ich so lost? Okay, die waren da nur noch nicht, die Truppen. Gut. Ich würde sagen, das läuft. Oh, neue Waffen. Ups. Das habe ich gar nicht gemerkt. Und wir brauchen gar kein Alu, ist das, ne? Alu mehr, genau. Noch irgendwas? Nee. So. Dann können wir hier noch Panzer. Genau, Panzer. Hab ich eigentlich Panzer drin? Nee, oder? Nur Infanterie, oder? Motorisiert. Ne, das sieht echt nicht nach Panzer aus, du. Gut, wir haben aber genug Erfahrung, um Panzer zu forschen eigentlich. Oder machen wir hier irgendwas? Ne, das haben wir ja schon mit Italien. Das wäre dumm, das jetzt nochmal zu machen. Schützen den Suezkanal. Boah. Kreuzer bauen wir sowieso nicht. Kommandante des Commonwealth. Das bringt ja auch nichts. Das ist nur Apartheid Südafrika. Hm. Aber befestigen sie Gibraltar, das könnte Sinn ergeben. Das, ja, da sehe ich einen Sinn drin, ne? So, ein paar Fabriken. Da haben wir bald auch schon alles vollgebaut. So, wie sieht es in Russland aus? Sehr schön. Gut. Was ist denn unser... Oh, in Italien, Alter, ui. Aber was ist unser nächster Plan? Ja, also. Besprechen wir mal die Lage. Oder auch nicht. Wartet. Ja, doch, Waffen, ne? Wie viele Waffen haben wir? Oh, okay, 135.000. Also Russland wird das ziemlich schnell zerstört werden. Italien, ja, man muss erstmal durch die Alpen jetzt durch. Ja, aber die haben ja auch noch nicht so viel stehen, die Deutschen, muss man dazu sagen. Aber die Italiener halt auch nicht. Deswegen wird unsere Taktik jetzt sein, Russland zu erobern und dann, falls die Deutschen es bis dahin noch nicht gemacht haben, erobern wir noch Italien. Und dann war es das, glaube ich. Oder?
Russland, ja, okay, Bulgarien ist aber nicht drin, also im Bündnis, aber nicht im Krieg mit drin. Ja, aber was machen wir danach, ist die Frage, ne? Also ich meine, sich gegen Deutschland zu stellen, wäre, glaube ich, ein bisschen dumm. Aber eine Marionette aus Russland zu machen, könnte ganz schlau sein. Eigentlich müssten wir noch bei Italien mithelfen, damit wir da noch ein paar, damit wir die Gebiete später da billiger kriegen. Stehen jetzt 18 Divisionen rum und wir haben eigentlich auch noch. Komm, wir machen jetzt wieder ganz viel Infanterie. Und dann greifen wir Italien mit an. Ich glaube, das ist nämlich das Schlauste wirklich, was wir machen können. Stehen hier eigentlich alle rum? Warum waren die hier nochmal? Ganz vergessen. So. Ja, und auf dem Kanal habe ich gesehen. Also, so sieht es zumindest momentan aus. Kommt am besten anscheinend das Hearts of Iron Projekt. Also, es gucken sich die meisten Leute an. Aber keine Sorge, natürlich werde ich Minecraft. Da habe ich auch richtig viel Spaß dran. Police Simulator, ja. Macht mir auch Bock, aber. Ich glaube, am meisten macht man wirklich Hearts of Iron, dann Minecraft und Police Simulator. Ja, boah, mir juckt die Nase. Boah, schön. Tut mir leid. Ja, aber wir werden erstmal die Projekte weitermachen, natürlich. Ich werde das auch natürlich nicht jetzt irgendwie aufhören oder warum auch. Macht mir Spaß. Nur wie bei Landwirtschaftssimulator 22. Da muss ich echt sagen, das hat mir echt keinen Spaß mehr gemacht. Deswegen habe ich es auch aufgehört. Und ja, vielleicht fange ich irgendwann mal wieder an. Kann ja sein. So. Wir wollen mal ein bisschen Gebiet hier haben. Ey, die Fabriken, die bauen aber auch richtig schnell. Alter. So, hier haben wir ja auch mit. Haben wir eigentlich. Nee, das ist alles auch Kerngebiet, oder? Ich will schon mal gucken. Genau, das ist Kerngebiet, Kerngebiet. Ja. Top, dann können wir hier Irland auch nochmal zubauen, zu klatschen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wenn wir gegen Deutschland irgendwann mal kämpfen wollen in nächster Zeit. Oh, die sind schon fertig. Dann sollten wir vielleicht mal Befestigungen bauen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so blöd. Und wir sollten mal schnell in Italien helfen. Sonst kriegen wir da gar keine billigen. Also ich habe das so im Kopf, dass wenn man diese, Gebiete miterobert mit seinen Soldaten, ist das in der Friedenskonferenz später noch billiger, wenn man da gekämpft hat selber. Also klingt ja auch fair, würde ich sagen. Deswegen, falls das stimmt, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir da mit angreifen. So. Wir brauchen so ein bisschen, ne? Ach, sind wir gleich schon da. Machen wir mal hier strategische Verlegung. So, dann sind sie sofort da. Ach, da sind sie, lol. So. Unnachgiebiger Verteidiger. Den können wir nicht so gut gebrauchen. So. Machen wir offensiv. Ja, okay, dann machen wir das auch. So. Gut. Haben wir noch irgendwo Flugzeuge? Hier haben wir ein paar. Also, wir können natürlich auch welche. Ja, komm, wir holen mal welche raus hier. Wir haben noch so viele produziert. Dann können wir es auch mal nutzen. So, nehmen wir mal 1000 Stück. So. So, dann nehmen wir ein paar Bomber. Ja, Alter, wie viel haben wir denn? Junge. So, taktischer Bomber 3. Beaufort. Ach, egal, kommt 400 rein. Ich mag diese. Ah, diese ungeraden Zahlen. Ich mag das absolut nicht, ne? Kleiner Funfact am Rande. Ach so, lol, lol. Ja, moin, was geht denn jetzt ab? So, wie viel Kriegsbeteiligung haben wir denn? 25, Deutschland hat 34. Boah, Alter, es geht richtig ab in Russland. Heftig. Auch krass, dass es die Ukraine hier schon gibt. Also ein riesiges Land, meine ich, das unabhängig geworden ist. Aber gut, Turkmenistan und so sind halt auch groß. Aber ich meine von den Fabriken her und so. So, ich kenne das nämlich, dass die KI gerne mal diese Staaten erobert. Aber naja, so, wir haben jetzt doch ganz viele Ressourcen hier. Warum bauen wir das Ganze nicht mal einfach aus? Um einfach autark zu werden, heißt das, glaube ich, ne? Also autark, unabhängig von
von den Rohstoffen von anderen Nationen, heißt das, glaube ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Fachjargon hier, ne? Merkt ihr schon? So. Also, Moskau haben wir ja, ne? Ja, schon lange. Zarinsin. Okay, Stalingrad wurde einfach umbenannt. So, da sind wir mal drauf los. St. Petersburg haben wir ja auch schon. Ach du Scheiße. Ey, das ist eine der Spieloptionen. Oder was das Spiel, die KI selber macht. Was ich hasse. Nämlich, dass sie einfach diese Frontlinien selber machen. Also, es kann ganz praktisch sein. Aber das ist ein friedliches Land. Also, mit denen stehe ich ja gar nicht im Krieg. Warum haben wir hier, guck mal, hier so viele Männer? Das sind, da kann ich jetzt nicht sehen, wie viele es sind. Aber es sind bestimmt 50 Divisionen oder so. Also, muss das sein. Egal, aber das Kräfteverhältnis, wir sind ja sowieso absolut überlegen. So, ihr könnt mal schön nach Sewastopol fahren. Ach, jetzt ist Bulgarien auch drin. Schön, so kurz vorm Ende nochmal schön einen auf die Fresse kriegen. Das ist doch schön angenehm. So, ja, Turin. Eine Kriegsbeteiligung von Deutschland sinkt oder unsere steigt, ich weiß es nicht. Wenn wir die hier oben eingequetscht haben, geht es dann auch mal weiter. Nach unten. So, die Hauptstadt haben wir jetzt. Ja, los, los, los. Aber die geben eh noch nicht auf, von daher. Was ist hier los? Die brauchen wir noch gar nicht. So, jetzt haben wir aber. Genau. Gut, jetzt ist es Sevastopol. Gut. Da sind wir eh schon auf dem Weg hin. So. Ist ein bisschen weit. Russland ist gar nicht so schwer zu erobern, aber die Weiten von Russland, die sind das Schwierige. Mandschukuo hat gerade ernsthaft. Oh mein Gott, haben die es gekriegt? Was ist das? Es ist ein unabhängiges Land, indonesischer Orden? Keine Marionette? Boah, das war mal was Neues, ne? Also, oh, Italien hat kapituliert. Sehr schön. Ja, Suezkanal, das macht vielleicht noch ein bisschen Sinn. Gut, dann. Ja, eigentlich von allem genug. Weird Flex an der Stelle, aber wir haben echt genug von allem. Nein, die kriegen nicht unseren Segen. So, wir können irgendeine Marionette runtersetzen. Und zwar Serbien. Das machen wir natürlich. Stimmt, das ist ja auch unseres, ne? Ups. Ja, so schnell kann man es vergessen. So, China möchte nicht angepackt. Keine Ahnung. Was ist mit China? Xibaxanma. Also mit Japan im Bündnis, das ist nicht schlecht, würde ich sagen, oder? Ja, es gibt halt nur noch so zwei riesige Weltbündnisse jetzt. Die anderen sind ja so. Eigentlich ist unseres ja das Größte. Wir könnten uns mit Japan versuchen zusammenzutun gegen Deutschland. Das könnte sogar funktionieren. Weil, müsst euch vorstellen, das hier gehört nur uns. So, und hier der Teil gehört nur uns. Gut, das andere gehört Deutschland. Aber mal gucken, wie viel wir von Russland und oder vielleicht Italien sogar abkriegen. Aber ich glaube, wir sollten uns vielleicht nur auf russische Gebiete konzentrieren, weil dann haben wir einen direkten Zugang zu Japan und können vielleicht mit denen gemeinsame Sache machen. Jetzt ist das Problem, dass wir nicht faschistisch sind. Oh, scheiße. Ups. Wir sind nicht faschistisch, sondern neutral. Und die Japaner, ja, die sind faschistisch noch. Es wird schwierig, mit denen gemeinsame Sache zu machen. Vielleicht werden sie durch einen Zufall mit Deutschland im Krieg landen, dann könnten wir auch mit denen zusammen in einem Bündnis. Im Kriegsfall nehmen wir sowas ja gerne an, aber wir sind viel zu wenig faschistisch dafür, ne? Naja, man muss ja nicht in einem Bündnis sein. Durchmarscherlaubnis reicht ja auch, dann können die Truppen auch zusammenkämpfen. Also gegen Deutschland zusammenkämpfen. Aber wir warten jetzt erstmal ab. Ich rede schon über den nächsten Feind, aber haben wir den ersten noch nicht geschlagen. Gut, nehmen wir ein paar Gebiete.
Eine Einladung zur Konferenz von Iraklio. Ist das nicht das mit Griechenland? Genau, das ist das Griechenland, meine ich. Istanbul kriegt und hier diese ganzen Gebiete. Ah, wir nehmen teil. Sind die denn faschistisch? Ah, nee. Ja, die werden auch faschistisch. Wir nehmen mal teil, weil wenn es zwei faschistische Staaten hier geben wird, könnte die Macht vielleicht ein bisschen geteilt werden, wenn die Türkei ein bisschen von ihrem Gebiet wegkriegt. Eine faschistische Türkei, uiuiui, das kann auch wehtun. Aber gut, es gibt ja kaum Gebiete, die die noch annektieren können hier. Naja, so, Russland wird jetzt kapitulieren. Oh, ja, schön. Und wir haben Kriegsbeteiligung, ja, 5% weniger als Deutschland. Aber dann schaffen wir es in dieser Folge noch, Russland zur Kapitulation zu zwingen. Gucken wir mal, ob hier ein paar Siegespunkte sind. Guck, jetzt machen sie hier schon wieder. Machen sie. Ey, kriegt zu viel. Dann machen sie hier schon wieder eine Frontlinie. Egal. Für den 1% lasse ich es jetzt. Den wir noch warten müssen. So. Dann fahrt mal da hoch, dann haben wir es auch schon. So. Sind auch gar nicht so viele Menschen gestorben. 267.000. Oh. Ah, Mist. Jetzt haben die schon eine Marionette gemacht, glaube ich. Aber vielleicht keine russische. Zu Kasachstan. Hier, Marionette. So, wo haben wir jetzt eine? Hier hinten. Schön. Okay. Ach du Scheiße, was ist denn mit Deutschland falsch? Okay, wir haben jetzt ganz viele Punkte. Und zwar machen wir es jetzt so. Moskau wird auf jeden Fall Teil unseres Russlands. So, und ja, jetzt haben die die Ölreserven. Ne, warte mal, die sind ja hier, ne? Ne, warte mal, die sind hier. Egal, wir nehmen das hier einfach mal. Das nehmen wir auch mit. So. Ja, hier Stalingrad oder Zarisen, wie das heißt, keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht mehr. Das von Russland, aber egal. So. Oh, bitte Deutschland. Ich hasse das, wenn man hier was macht. Und dann nehmen die sich hier hinter noch das Gebiet. Das ist das Schlimmste von allen. Aber eigentlich ist das Gebiet da oben komplett unnötig. Deswegen konzentrieren wir uns eher mal hier unten drauf. Die Gebiete sind zwar ein bisschen kleiner hier unten, überwiegend. Okay, jetzt wo ich sage, werden sie riesig. So. Ich dachte gerade, ich nehme das nicht für Russland. Ich dachte gerade, vielleicht nehme ich das aus Versehen. Gehört das gleich zu Britannien? So. Ach so, hier unten sind viele Ressourcen. Die könnten wir uns. Ah nee, wenn wir uns die selber nehmen, kostet das viele Punkte. So, Russland kriegt das noch. Das noch. Hier sind da auch noch ein paar Menschen, die da wohnen. Das ist ja nicht wenig. Das können sie auch noch kriegen. Aber das hier würde ich gerne nehmen mit den Ressourcen. Sieht zwar scheiße aus, aber egal. Lol, wir können auch noch was von Italien nehmen. Schön. Ah, das ist sehr schön. Okay, dann können wir uns natürlich hier, das hier. Das, das, das. Ach, geht gar nicht mehr. Gut, Sardinien oder Sizilien? Ich würde sagen, Sizilien ist wichtiger, oder? Gut, das war's dann auch mit Sizilien. Schön. gut, dann konzentrieren wir uns auf Afrika. Vielleicht wäre das hier aber schlauer von der Lage her. Oh mein Gott, ey, wir kriegen echt nichts. So, und hier wollen wir was haben. So, und so. Bulgarien interessiert mich irgendwie null. Kann man sich aber geben, ne? So. Ach, voll dumm. Ich hätte eigentlich das hier nehmen müssen. Egal. So. Gut. War mal ein erfolgreicher Kampf. Wir haben es innerhalb von einer Folge geschafft, das Ganze hier zum Ende zu bringen. Und es sieht jetzt, das Endresultat sieht so aus. So, ist einfach derselbe König, Kaiser, Zar. Zar wahrscheinlich. Nur, dass er jetzt zu uns gehört. Deutschland hat sich natürlich die wichtigsten Gebiete gesnackt hier. Stalingrad, gut, Moskau haben wir, das ist gut. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.